Alle seine 7000 Forellen sind vergiftet und müssen getötet werden. Es ist der Totalschaden für einen Fischzüchter aus Pirmensdorf im Kanton Aargau. Nach dem Putzen vor einer Autobahnbrücke ist das Abwasser in die Fischbecken geraten. Es ist ein trauriges Schauen, den Nachmittag in der Fischzucht unter der Reussbrücke zu Pirmensdorf. Statt die schönen Forellen, aber auch Saibling und Karpfen können verkaufen, müssen alle getötet und entsorgt werden. Für den Unternehmer und Hobbyfischzüchter ein schwerer Tag. Es ist sehr tragisch, wenn so etwas passiert. Es ist eigentlich ein menschliches Versagen. Es ist sehr tragisch, wenn man die Tiere alle töten muss. Weil das ist ein Hobby von uns, nicht nur ein Hobby. Es ist eigentlich, ja, vor allem unsere Angestellten, es war eine Anlaufstelle. Unten, wir haben schon hinten gebraten nach dem Feierabend und wir hatten am Wochenende immer ein paar Leute. Es war eine kleine Attraktion hier unten. Sämtliche 7000 Fische müssen jetzt per Elektroschock auf Befehl vom Lebensmittelinspektor getötet werden. Vor 3 Wochen hat es plötzlich tote Fische im Becken gehabt. Ich bin dahinter schauen und da musste ich feststellen, dass hier von der Autobahnbrücke die Partikel gekommen sind. Das sind Zementpartikel. Und es war alles verstaubt hier hinten. Oder? Auf der Autobahnbrücke über der Fischzucht laufen nämlich Sanierungsarbeiten. Dabei werden zeitenwend Sand gestrahlt. Der ganze Dreck und das Wasser ist aufs Gelände abgerieselt. Beton und Plastikpartikel, die man jetzt auch in den toten Fisch gefunden hat. Aber auch extreme Nitritkonzentrationen und erhöhte Blei- und Zinkwerte im Wasser. Unangenehm ist die Fischvergiftung im Bundesamt für Strassen, wo die A1-Brückensanierung in Auftrag gegeben hat. Es gibt Vorschriften, was man machen muss bei diesen Betonabtragungsarbeiten, damit die Umwelt keinen Schaden nimmt. Und da ist ein grosser Fehler passiert. Und das hat jetzt bedauernswerte Folgen für die Fisch, für die Inhaber dieser Fischzucht. Und das tut uns wirklich sehr leid. Wer am Schluss für den Schaden muss aufkommen muss, wird jetzt untersucht. Fest steht, klein dürfte der nicht sein. Die ganze Putzerei noch, die Absaugerei, dann den ganzen Hang sauber putzen. Ich kann das nicht sagen, ich schätze, es wird in einem 6-stelligen Bereich sein. Oder? Eins ist dabei klar, bis die Fischzucht zu Pirmensdorf wieder richtig funktioniert, kann es bis 2 Jahre gehen.